Hallo ihr Lieben, heute geht es bei mir um ein ganz prickelndes Thema und das ist nämlich die Pubertät beim Hund. Ja, auch Hunde kommen in die Pubertät und das ist so eine Zeit, wo der Hundehalter bzw. die Geduld vom Hundehalter ziemlich stark auf die Probe gestellt wird. Wenn ihr daheim schon einen älteren Hund bei euch sitzen habt, den ihr früher als Welpen bekommen habt, könnt ihr euch sicher daran erinnern, wo ihr euren kleinen süßen Welpen abgeholt habt. Der hat dann super schnell das Sitz, Bleib, Fuß gehen gelernt. Der ist immer lieb hinter euch hergelaufen, hat sich immer super abrufen lassen. Bis zur Zeit von circa 6 bis 8 Monate, wo dann plötzlich das Abrufen nicht mehr ganz so gut geklappt hat. Oder auch die Kommandos. Hund konnte plötzlich keinen Sitzplatz mehr. Das Alleinebleiben war auch verlernt. Es wurden Sachen zerstört, angeknabbert. Plötzlich kamen irgendwelche Ängste dazu, die der Hund davor noch nie gezeigt hat. Zum Beispiel die Angst vor irgendwelchen Mülleimern in der Dunkelheit oder das Treppenhochlaufen. Auf einmal kommt euer junger Hund nicht mehr so schnell zu euch zurück, wie wenn ihr ihn als Welpen immer geruft habt. Da war er immer sofort da. Nee, auch der Radius vom Hund weitet sich immer weiter aus. Die Ohren sind mehr auf Durchzug. Die Hundehalter, die dieses Szenario mitgemacht haben, die wissen, wovon ich spreche. Und zwar ist ihr Hund in die Pubertät gekommen. Und heute geht es um die Pubertät beim Hund, wie man am besten die Pubertät von seinem Hund überwindet, wie man da einfach vorgehen muss. Weil es gibt wirklich so, so viele verzweifelte Hundehalter. Es gibt auch sehr viele Hunde, die wegen ihrer Pubertät in den Tierheimen landen. Man sieht ja häufig so Annoncen mit Hunden, die so 1 bis 2 Jahre alt sind. Die werden häufig wegen Überforderung abgegeben. Häufig steckt da einfach wirklich die Pubertät drin, weil die Leute damit gar nicht gerechnet haben, weil ihr kleiner süßer Welpe so schnell alles gelernt hat und dann eine Zeit kommt, wo das einfach gar nicht mehr so klappt. Und deswegen möchte ich euch heute auch meine Erfahrungen mit Nero schildern, weil er war in der Pubertät ein ziemlich kleines Teufelchen und hat mich auch sehr, sehr oft an den Rand des Wahnsinns getrieben. Und vielleicht ist der eine oder andere Ratschlag auch hilfreich für euch. So, wann beginnt natürlich die Pubertät beim Hund? Das ist immer recht individuell, in der Regel so zwischen 6 bis 8 Monate. Kleinere Hunde, die kommen eher in die Pubertät, größere eher später. Das kommt immer individuell ganz auf den Hund drauf an. Großer Unterschied zwischen Rüde und Hündin gibt es in der Pubertät nicht, außer natürlich die geschlechtlichen Unterschiede. Natürlich, die Hündin wird läufig, der Rüde hebt das Bein, er wird auch geschlechtsreif, interessiert sich auch an Hündinnen, aber das Ungehorsam bei beiden Geschlechtern ist im ungefähr ziemlich gleich. Wie lange dauert die Pubertät? Das ist immer die Frage, die sich aber sehr, sehr viele Hundehalter stellen. Man sagt, dass ein Hund aus der Pubertät so ungefähr mit 3 Jahren ist. Bei Nero war das auch so. Er ist dann mit 3, 3,5 Jahren auch dann auch viel ruhiger geworden. Natürlich ist er auch weiterhin aktiv geblieben. Aber diese freche Rebellion hat nachgelassen und das Gehorsam ist dann auch viel besser geworden. Ganz wichtig ist, dass man vor allem in dieser schwierigen Zeit der Pubertät die Erziehung auf keinen Fall schweifen lässt. So aller, ja, Pubertät kommt, wenn sie wieder vorbei geht, hört mein Hund gut und man macht gar nichts. Das ist nämlich ein großer Fehler, weil das ist sehr oft der Anfang für spätere Probleme mit dem Hund. In den meisten Fällen von Problemhunden ist es leider so, dass sich diese Problembausteine mal schon in der Pubertät setzen und wenn der Halter die nicht eben schleunigst behebt und nicht dran arbeitet, die dann natürlich langfristig bleiben und natürlich schwerer wegzubekommen ist. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, in der Pubertät immer souverän rüberzukommen und natürlich geduldig und vor allem das Wichtigste überhaupt, konsequent die Erziehung auf keinen Fall schweifen lassen. Ich finde das zum Teil auch immer sehr lustig und amüsant, wenn so Welpenbesitzer zu mir kommen: Hey, mein 10 bis 13 Wochen alter Welpe, der kann schon alle Kommandos, der ist super abrufbar, läuft super bei Fuß. Dann denke ich mir so: Ja, warte nur, wir sprechen uns in 8 Monaten nochmal, mal sehen, wie viel dein Welpe dann noch drauf hat. Natürlich ist es auch individuell. Es gibt natürlich Hunde in der Pubertät, die immer noch gut hören und bei anderen geht es in der Zeit natürlich gar nicht. Ihr müsst euch vorstellen, genauso wie beim Mensch in der Pubertät der Körper einfach heranwächst, ist es natürlich auch beim Hund so.
im Hundegehirn herrscht während der Pubertät so eine Riesenbaustelle und deswegen werden aus Hundesicht unnötige Erinnerungen einfach gelöscht. Daher kommt es dann auch manchmal, dass der Hund plötzlich gar nichts mehr kann, keinen Sitz oder Platz oder keinen Rückruf mehr kann, kein alleine bleiben. Das ist leider Gottes keine Seltenheit, aber das bekommt man auf jeden Fall mit souveränem Training wieder hin. Dann ist es natürlich auch so, dass beim Hund sehr, sehr viele Hormone freigeschüttet werden und dieser dann auch Angstverhalten gegen Sachen zeigen kann, die aus unserer Sicht absolut unverständlich ist. Der Hund ist immer ruhig und entspannt an Mülltonnen vorbeigelaufen oder die Treppe hoch und runter und plötzlich hat er einfach Angst, Treppen zu steigen oder bellt die Mülltonne an. Das kann nämlich auch bei der Pubertät passieren und ist auch bei vielen Hunden der Fall. Da muss man dann auch wirklich von Anfang an dem Problem arbeiten und nicht einfach so ignorieren, ja, das geht von alleine weg. Zur Not festigt sich sowas und dann ist es wirklich eine ganz, ganz langwierige Arbeit, diese Verhaltensmuster wieder rauszubekommen aus eurem Hund. So, ich weiß, ihr seid bestimmt ganz scharf auf meine Schilderungen, wie das mit Nero mit der Pubertät war, weil ich das auch ja, ziemlich oft angedeutet habe, dass er so ein richtiges kleines Teufelchen war. Ja, das war er natürlich auch. Er selbst von sich aus als Individuum hatte einen wirklich sehr, sehr großen Dickkopf und ist wirklich sehr, sehr selbstständig. Zum Teil hat es mit seiner Rasse zu tun, zum anderen Teil natürlich auch mit seinem individuellen Charakter. Da ist er wirklich sehr, sehr selbstbewusst. Ja, er hat mir in der Pubertät sehr, sehr oft den Vogel gezeigt. Er war als Welpe auch super abrufbar. Er konnte super an lockerer Leine laufen. Sitzplatz, Fuß, alles kein Problem. Alleine bleiben hatte bis zur Pubertät auch super geklappt. Dann ging es los, da hat er ein paar Sachen zerstört. Da musste ich die Zeit mit dem Alleinebleiben ein bisschen runterfahren. Also einen Schritt mit dem Training zurück machen. Das hat in diesem Fall sehr, sehr gut geholfen. Ja, das kann ich euch auch raten, wenn euer Hund in der Pubertät plötzlich anfängt, Sachen zu zerstören oder in der Wohnung zu jaulen. Bleibt auf jeden Fall dabei an dem Training von dem Alleinebleiben. Trainiert es nochmal, verkürzt die Abstände, wo ihr einfach weg seid, damit das wirklich sicher klappt, weil es ist nämlich ganz wichtig, dass der Hund in der heutigen Zeit alleine bleiben kann, ohne dass irgendwelche Sachen zerstört oder die ganze Zeit durchbellt. Das kommt natürlich auch schlecht in der Nachbarschaft an und ist für den Hund auch Stress. Beim Rückruf war das auch mit Nero so eine tolle Sache. Wie kann ich euch das am besten schildern? Ich bin mit Nero unterwegs, er läuft ohne Leine bei mir. Zack, sieht er eine Pfütze, läuft ein paar Schritte hin. Sein Blick wandert zuerst zur Pfütze und dann mit diesem frechen, breiten Grinsen zu mir. Er sieht dann wirklich ganz deutlich, dass ich ihn zu mir zurückrufe. Was macht dieser kleine, frecher Stinker? Er grinst mir rotzfrech entgegen, in Gedankensprache ungefähr wie so, nö, Frauchen, und stürzt sich dann ganz dreist in diese Schlammpfütze. Ja, so könnt ihr euch, denke ich, den Rückruf bei Nero vorstellen. Oder die Distanz, wo er immer um mich herum frei rumgelaufen ist, hat sich natürlich dann mit der Zeit auch vergrößert. Aber da ist es auch ganz wichtig, da einzuschreiten und Hund einfach an die Schleppleine, damit er, wenn er nicht auf den Rückruf hört, kein Erfolgserlebnis hat. Ja, weil das ist nämlich ein Fehler generell bei Rückruf. Gebt eurem Hund kein Erfolgserlebnis, wenn er nicht auf den Rückruf hört. Einfach an die Schleppleine dran und einfach den Rückruf von vornherein üben. Rufen, wenn der Hund kommt, sofort belohnen und auch nicht 50 Mal rufen, sondern nur einmal. Wenn das dann gut sitzt, und mit gut sitzen meine ich auch natürlich unter Ablenkung, unter anderen Hunden, unter anderen Sachen, die für den Hund interessant ist, dann könnt ihr versuchen, euren Hund von der Leine zu machen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn der Rückruf nicht sitzt, dass ihr einfach die Kontrolle über euren Hund habt. Das ist natürlich für die Sicherheit eures Hundes. Das ist natürlich auch von Vorteil, weil zum einen kann der Hund so einfach unkontrolliert auf die Straße rennen, zu einem unverträglichen Hund und sich da Verletzungen holen. Und die Welt ist halt eben voller Gefahren und wenn der Hund nicht wirklich gut hört, gehört er einfach an die Leine. Und ganz wichtig ist es, da dranbleiben mit dem Training. In der Pubertät ist es immer so, es gibt Phasen, wo alles super klappt, es gibt Phasen, wo alles so klappt wie ganz am Anfang und es gibt Phasen, wo es wirklich gar nichts klappt. Es ist beim Hund in der Pubertät immer schubweise kommt es und das mit das Wichtigste ist, seid wirklich konsequent, geduldig und gebt einfach nicht auf.
Genauso wie mit der Leinenführigkeit. Wenn der Hund dann plötzlich in der Pubertät nicht mehr so gut an der Leine läuft, lasst es bitte nicht schleifen oder lasst den Hund nicht an der Leine ziehen, weil ansonsten habt ihr einfach später viel, viel größere Probleme. Das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Die Pubertät ist wirklich ganz entscheidend, wie euer Hund dann wird, wenn er erwachsen ist, was für Verhaltensweisen er zeigt. Das hängt einfach alles von der Pubertät ab. Und natürlich eure Geduld als Hundehalter wird da wirklich ganz stark auf die Probe gestellt. Kommt ihr mit einer Verhaltensweise nicht klar, sucht euch Hilfe, sucht euch einen guten Trainer, einfach, dass ihr rechtzeitig da einschreitet. Auch bei Leinenaggression, wenn euer Hund anfängt, andere Hunde an der Leine anzupöbeln, anzubellen, holt euch da wirklich Hilfe, dass ihr das Problem schnellstmöglich behandelt, weil je länger ihr das Problem schweifen lässt, umso schwieriger ist es wieder, dieses Problem aus eurem Hund herauszubekommen. Und arbeitet in der Pubertät auch wirklich niemals mit Gewalt. Allgemein ist Gewalt und Druck in der Hundeerziehung eher kontraproduktiv. Ein Hund lernt nämlich wirklich sehr, sehr gerne, wenn er einfach richtig motiviert ist. Sucht einfach bei euch und bei eurem Hund etwas, was eurem Hund Spaß macht, womit ihr einfach euren Hund sehr leicht motivieren könnt. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich in der Hundeerziehung. Und natürlich schaut auf euren Tagesablauf, schaut, wie dieser strukturiert ist, damit ihr euren Hund nicht überfordert oder unterfordert, weil das ist auch immer so ein großes Problem, diese zwei Faktoren. Bei jungen Hunden, manche Halter denken, ja, mein Hund ist so hyperaktiv, weil er einfach unterfordert ist. Da kann es manchmal das Gegenteil sein, dass er überfordert ist und man einfach mehr runterfahren muss, mit der Ruhe im Vordergrund gehen muss. Da müsst ihr einfach individuell schauen, dass ihr auch euren jungen Hund einfach auch nicht überfordert, aber natürlich auch nicht unterfordert. Das sind die Tipps, die ich euch geben kann. In der Regel sind die meisten Hunde so ab dem dritten Lebensjahr sicher aus der Pubertät raus und ihr habt dann die Pubertät überstanden. Wenn ihr natürlich dran wart und eure Erziehung nicht schleifen lässt. Ich weiß, dass sich immer sehr, sehr viele Hundehalter Sorgen machen, weil sich ihr Hund in der Pubertät so stark verändert, eher ins Negative, weil da einfach viele Kommandos nicht mehr klappen, weil da die Erziehung nicht mehr so klappt wie früher als kleiner, süßer Welpe, der sich noch sehr, sehr stark an den Besitzer orientiert hat. Aber es ist ja in diesem Fall ganz leicht zu erklären, ja, ein Welpe orientiert sich natürlich auch an den Hundeeltern stark, aber dann kommt er natürlich auch in die Pubertät, wo er erwachsen ist und sucht dann einfach selbst seinen eigenen Platz und schaut einfach, wie weit er gehen kann. Er testet also sehr, sehr gerne seine Grenzen aus. Und dann müsst ihr auch einfach euren Hund Grenzen zeigen, aber Grenzen zeigen nicht mit Gewalt und Druck, sondern mit motivierter Arbeit. Das klappt beim Hund am besten. Und wenn ihr mit irgendwas überfordert seid, sucht euch bitte Hilfe von einem guten Trainer. Die Pubertät ist nämlich kein Grund, seinen Hund in ein Tierheim zu stecken oder abzugeben. So, ich hoffe, mein Thema hat euch heute gefallen, war vielleicht für den einen oder anderen hilfreich. Vielleicht für diejenigen, die jetzt selbst mit ihrem Hund zu kämpfen haben, da dieser in der Pubertät ist. Bleibt einfach dran, trainiert gut mit eurem Hund. Im Nachhinein habt ihr dann als Belohnung einfach einen super erzogenen und entspannten Hund. Und das ist, glaube ich, eine der größten Freuden, die man mit als Hundehalter haben kann. Und damit verabschieden wir uns heute von euch. Macht's gut, Leute, und ciao!